Hallo, liebe Deutschlernende. Heute gibt es leider keine Untertitel und das hat zwei gute Gründe. Und zwar bereite ich mich heute mental auf meinen Marathon vor. Ja, morgen laufe ich einen Marathon. Ich bin total aufgeregt. Ich bin gespannt, wie es wird. Und ich habe auch schon ein Video vorbereitet, das ich noch bearbeiten muss. Ich hoffe, das schaffe ich morgen. Wenn nicht, dann werde ich das wohl auch ohne Untertitel hochladen müssen. Und der zweite Grund ist, dass ich mich heute total in einer anderen Arbeit verloren habe. Ich habe nämlich einen Blogpost vorbereitet für das erste Buch, was ich vorstellen werde, ja, weil ich möchte ja diesen Buchkurs machen, ja, ich möchte euch Sachbücher vorstellen und ich möchte aber nicht nur ein Video machen, sondern ich möchte dazu auch einen Blogpost machen, sodass ihr besser lesen könnt, worum es in dem Buch geht, ja, damit ihr auch stichpunktartige Listen sehen könnt und damit ich euch auch meine persönlichen Notizen zeigen kann. Also ich will auch meine persönlichen Notizen, die ich mir gemacht habe, mit euch teilen. Und die sind sehr lang. Also ich möchte euch die nur geben, damit ihr mal so überfliegen könnt, damit ihr so eine Übersicht habt darüber, wie das Buch ist, ja, darüber, was alles in dem Buch besprochen wird, ja. Und das kann ich natürlich nicht nur in einem Video machen, dazu brauche ich auch einen Blogpost. Und der sieht jetzt auch richtig, richtig schön aus, ja, der sieht richtig toll aus. Also ich finde den sehr schön. Also der ist sehr bunt, es gibt ganz viele Farben und ich habe versucht, die Informationen auch so zu präsentieren, dass es alles sehr übersichtlich ist, ja, dass es sehr klar ist. Und ich freue mich total darauf, diesen Sachbuchkurs anzufangen. Und ich möchte auch immer Muster erstellen, sodass ich die Blogposts, die darauf folgen, genauso machen kann. Und das heißt sehr viel Arbeit am Anfang und dann hoffentlich weniger Arbeit für die nächsten Posts. Ja. Das ist etwas, was ich sehr hilfreich finde für mich und ich kann das nur empfehlen, dass, sich Strukturen zu schaffen, dass man das so macht, dass man einmal viel Arbeit reinsteckt, aber dann, wenn man dieselbe Sache nochmal und nochmal macht, dass man dann weniger Arbeit hat. Ja, und ich mache das sehr oft, und das habe ich jetzt auch gemacht bei diesem Buchkurs, ich mache das sehr oft, dass ich mir eine Liste erstelle. Okay? Ich möchte etwas Neues machen. Ja? Dann mache ich mir eine Notiz in Evernote. Man kann sich auch einfach ein Textdokument machen oder auch einfach auf ein Papier, auf einem Blatt Papier einfach raufschreiben. Und zwar eine Liste mit den exakten Schritten, die man unternehmen muss, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Ja? Ich schreibe dann zum Beispiel Sachen hin, wie erstens, das Muster einfügen. Da zweitens das Video einfügen. Drittens eine Einführung schreiben. Viertens schreiben, was mir an dem Buch gefallen hat und so weiter. Ja? Dass ich wirklich einen Schritt nach dem anderen machen kann. Ja?
Ja, das sind so meine Gedanken. Sorry dafür. Entschuldige, dass dieses Video nicht die Qualität hat, die ihr sonst gewohnt seid. Aber ich werde nach dem Marathon wieder in meinen gewöhnlichen Rhythmus zurückkehren und dann sogar noch mehr als sonst machen, weil ich dann nicht mehr so viel trainieren brauche. Ich habe dann noch mehr Zeit für Authentic German Learning. Insofern, dies war ein Update für heute und ja, tolle Sachen werden folgen. Und wie immer, wir sehen uns morgen. Tschüss!